Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lena. Das Jahr ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich möchte euch trotzdem Gesundheit, Glück und viel Erfolg für 2018 wünschen. In diesem Jahr werde ich euch alle drei Monate auf dem Laufenden halten, was in und um Lübbenau so passiert. Und wir starten mit dem Thema XXL-Wohnungen. Wir hatten im letzten Jahr bereits darüber berichtet, einige erinnern sich vielleicht über das große Wohnprojekt unserer Genossenschaft. Nun hat sich eine Familie aus Lübbenau dazu entschieden. Ja, und wir haben unsere Handwerker losgeschickt für den Umbau. Aber am besten, ihr seht selbst. XXL Wohnen. Ein immer wieder beliebtes Wohnkonzept unserer Genossenschaft. Aus zwei wird eins. Die Vorteile liegen auf der Hand. Größere Räume, mehr Platz und komfortable Bäder. Besonders junge Familien mit Kindern fragen diese Wohnform immer stärker nach. Ob zwei Generationen wohnen oder XXL-Wohnungen mit Fokus auf große Wohn- und Esszimmer oder auch mit Wellnessbad auf 110 Quadratmeter Wohnfläche. Es bleibt viel Platz für Individualität. Die Wohnung konnten wir frei gestalten. Natürlich gab es eine Vorgabe vom Statiker, aber die Fliesenform und alles, was jetzt neu gemacht ist, konnten wir auswählen und frei bestimmen. Doch wie kommt man auf die Idee und wie ist es als Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft? Wir haben uns damit nicht so auseinandergesetzt und zwar ist es halt wichtig, einfach nur eine Wohnung zu haben. Und jetzt aber hat man eben gemerkt, dass hier halt der Mieter wirklich im Vordergrund steht. Also sprich, wenn halt irgendwelche Fragen sind, Anliegen, Probleme, wie auch immer, wir können halt zur GWG rübergehen, mit denen drüber reden. Es werden Lösungen gefunden und man hat ja auch wirklich noch, was ja immer weniger wird, in bezahlbare Wohnungen. Ja. Und wir haben uns schon immer bei der GWG wohlgefühlt und dadurch. Und so sind wir auch geblieben bei der GWG. Genau. Und solltet ihr euch mit dem Gedanken tragen, auch eine XXL-Wohnung beziehen zu wollen, dann sprecht einfach mit uns. Letzten Sonntag, also am 25. März, fand in Lübbenau im Großen Hafen die Rudelübergabe statt. Ja, und wer von euch das nicht kennt, das ist die offizielle Eröffnung der Kanfahrsaison. Das ist immer ein sehr großes Spektakel und deswegen waren wir für euch live vor Ort. Wir haben es euch im Vorfeld ja bereits angekündigt, der Osterhase hat hier im Wohngebiet drei Ostereier versteckt. Und ab Karfreitag könnt ihr die suchen gehen. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wo genau die liegen und dafür gebe ich euch natürlich einen kleinen Tipp. Tipp 1. Wir sind vor einiger Zeit mit unserer Geschäftsstelle umgezogen. Wisst ihr denn genau wohin? Dann schaut doch da mal nach. Tipp 2. Es gibt hier in Lübbenau ein Viertel, da sind die Straßen nach Komponisten benannt. Dämmert's euch? Ja, und Tipp Nummer 3. Das Osterei ist versteckt in der Straße. Na, ich will es mal umschreiben. Die Straße ist benannt nach einem Geschwisterpärchen, das ihren Widerstand im Dritten Reich mit dem Leben bezahlen musste. Viel Glück! Und wenn ihr zu den glücklichen Findern gehört, die eins der drei Ostereier bei uns gefunden haben, dann macht ihr Folgendes. Kommt nach den Feiertagen mit diesem Zettel, einer davon steckt in jedem Osterei, zu uns in die Geschäftsstelle und dann könnt ihr euch euren Gewinn abholen. Der Gewinn ist ein 20-Euro-Gutschein, den ihr bei 47 verschiedenen Gewerbetreibenden und Händlern hier in Lübbenau einlösen könnt. Da ist für jeden was dabei. Viel Spaß! Entdecke die Nachbarschaft. Unter diesem Motto möchte ich euch dieses Jahr Gewerbetreibende und Händler in Lübbenau vorstellen. Denn bei uns kann man nicht nur wohnen. Starten möchte ich mit dem Servicebüro der LVM-Versicherung von Andreas Schmidt in der Alexander-von-Humboldt-Straße. Frau Schmidt, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind ja jetzt hier mitten im Wohngebiet und meine Frage ist, wie lange sind Sie denn schon hier?
Also ich selbst bin seit Januar 2011, habe hier die Agentur übernommen, aber der Standort und die Versicherung selbst, die gibt es schon seit ca. 1995. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn seitdem schon? Also inzwischen sind wir zu sechst, also einschließlich meiner eigenen Person. Wir bilden selbst aus, das heißt, wir haben einen Auszubildenden gerade eben im ersten Lehrjahr. Davor hatte ich einen Auszubildenden, der inzwischen auch hier bei uns in der Agentur jetzt schon wieder seit 2,5 Jahren als Facharbeiter, Jungfacharbeiter, wie man es benennen will, arbeitet. Also ja, wir sind stetig im Wachsen. Und was können wir denn hier bei der LVM Versicherung alles so versichern? Eigentlich von A bis Z. Also es gibt kaum Sachen, die Sie bei uns nicht versichern können. Also angefangen von der Auslandskrankenversicherung bis Z zur Zahnzusatz und alles, was dazwischen liegt. Und gibt es jetzt spezielle Sachen, gerade im Gewerbebereich, gibt es doch manchmal schon so Anforderungen, wo wir wirklich ganz speziell auf den Gewerbetreibenden was zusammenschustern müssen. Also auch das ist überhaupt gar kein Problem. Da haben wir unsere Profis in Münster zu sitzen, die uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen, so dass auch wirklich jedem Gewerbetreibenden seine Bedürfnisse, dass ihm geholfen wird. Und wenn da mal ein Schaden eintritt, was muss ich denn da beachten, was muss ich da machen und wie lange dauert das in der Regel? Im Grunde genommen muss ich gar nicht so viel beachten, außer natürlich, dass ich den Schaden so schnell wie möglich hier bei uns melde. In welcher Form Sie das machen, ist völlig egal. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Kanäle. Digitalisierung ist bei uns ein ganz großes Thema. Also ob Sie das jetzt per Telefon machen, ganz klassisch direkt zu uns in die Agentur kommen oder per E-Mail oder per WhatsApp. Also auch das ist möglich. Hauptsache ist eben das zeitige Melden. Und wie so eine Schadenbearbeitung aussieht, das erklärt uns jetzt mal die Frau Patzelt. Hallo Frau Patzelt. Ja, hallo. Wenn ich denn dann einen Schaden habe, wie läuft es denn ab? Nachdem alle notwendigen Daten, die wir zur Bearbeitung des Schadens haben, vorhanden sind, versuchen wir natürlich schnellstmöglich einen Schaden zu regulieren. Wir haben die Möglichkeit, bis 1.500 Euro Schäden selber zu regulieren, was natürlich sehr schön für den Kunden ist. Es gibt natürlich auch Schadenfälle, die im Innendienst bearbeitet werden, wo wir sozusagen ein Bindeglied zwischen Kunde und Innendienst sind. Und wir versuchen natürlich im Interesse unserer Kunden, alles schnellstmöglich abzuwickeln. Vielleicht sieht ja auch der eine oder andere junge Mensch diesen Beitrag, ist vielleicht in seiner Berufswahl noch gar nicht so konkret. Also wir würden uns über jeden jungen Menschen freuen, der sich vielleicht vorstellen kann, den Kaufmann für Versicherung und Finanzen hier bei uns zu absolvieren. Also es gibt gute Übernahmemöglichkeiten, es gibt gute Verdienstchancen und wer diese Region liebt, Feuer frei. Bringt eure Bewerbung vorbei. Ein tolles Team. Und zum Schluss möchte ich euch noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen. Die mittlerweile berühmten Polka-Beats machen wieder Station in Lübbenau. Und zwar am Samstag, den 26. Mai im Gleis 3 Kulturzentrum. Um 20 Uhr geht's los. Wir werden auch dabei sein und davon berichten. So ihr Lieben, das war's für heute. Wir sehen uns im Juni wieder. Bleibt bis dahin gesund, gut gelaunt und denkt dran, immer schön auf die Mutti hören. Bis bald, eure Lena.